So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Hier sind wir wieder. Hier bei unserem super entspannten Spiel hier. Ja, heute regnet es hier. Ja, ich weiß nicht, ob heute auch regnet, wenn die Folge rauskommt. Wird er dann passen? So, jetzt habe ich gerade mal wirklich so zwischendrin auch eine kleine Essenspause gemacht und so. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch machen wollte gerade. Ah ja, genau. Zu Piers nochmal hier Mayonnaise. Willkommen bei Piers. So, zack. Ja, und dann möchte ich doch bitte zu Dings hin, zu Yassi. Die mag doch Schokoladentorte. Ach, servus Sebastian. Wo geht's denn bei dir hin? Stardrop. Emily geht auch in Stardrop. Okay. Die muss jetzt wieder schaffen, so wie es ausschaut. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? In der Gastronomie, da musste Sonn- und Feiertags schaffen, das ist, wäre nicht meins, also muss ich schon sagen. Selbst in der Pflege halt, ne? Wisst ihr was ich jetzt noch vergessen habe? Mit dem Monsterfisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Monsterfisch machen soll, ob ich ihn verkaufe oder nicht. Das ist das falsche Haus. So, hier will ich rein. Nö, will ich nicht. Auch falsch. Ja. Ah, ja, genau, bei Mani wohnt ihr, genau. Genau, bei Mani. Hups. Ach, hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Hep und hep und hep und hep. Ja, da komme ich nicht hoch. Servus. Lea. Oh, Nikolas, du hast mich erschreckt. Ja, es war keine Absicht. Siehst du die Frucht dort oben? Sieht lecker aus, nicht? Ja, schon. Aber ich komme nicht ran. Ich hätte da. What? Haha, danke. Okay, hab sie. Ja. 5 Meter daneben, ne? So. Wutsch. Du bist stärker, als du aussiehst. Das hat mir schon mal jemand erzählt. Okay, hier, nimm ein Stück. Was denn das? Ah, ein Apfel. Also das war nicht ein Stück, das war ein ganzer Apfel. Ja, danke schön auf jeden Fall. So. Mir ist gerade etwas klar geworden. Ja, erzähl. Selbst wenn meine Künstlerkarriere floppt, habe ich immer noch jemand, der mich auf meinem Weg nach unten auffängt. Okay. Was für ein geniales Wortspiel. Ja, servus Lea. Danke, dass du mir vorher geholfen hast. Jo, natürlich. Was, wir haben erst 6 Punkte bei ihr? Boah, das müssen wir noch aufbauen hier, das Verhältnis, ey. Kann ja nicht angehen. Aber keine Ursache. So, wo ist denn Jas? Tut die hier eigentlich wieder. Ne, die tut hier nicht Seil springen. Bei dem Sauwetter ist die nicht draußen. So, da ist Jasi. Na, versteckst du dich? So, ja, genau, die 3 Käsetorte hier. So. Bitteschön. Ich liebe Geschenke. Danke dir. Ja, ich weiß, dass du Schokoladentorte magst, deswegen. Ich mag es, auf dem Hof zu leben. Am besten ist das frische Eis aus der Milch unserer Kühe. Ja, vielleicht schaffen wir das auch mal noch. Ah, da brauchen wir noch ganz schön viel Kühe. Na, Mani, wie geht's denn dir so? Servus. Heiliger, du siehst ganz durchnässt aus, du armes Ding. Tja, ich kann leider nichts ändern dran. Die sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Fee oder wie so Pixie, ja. Mit ihrem Oberteil hier. Hier, mein Schwert. Die grinst doch immer so. Ja, aber sie ist ja mit dem Bürgermeister irgendwie liiert, wenn man es mal so will. Ja, die hätte ich auch gerne als Frau genommen, also doch echt. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken hier, wer mag denn noch Schokoladentorte? Irgendwer war doch da noch, weil ich habe das geschenkt bekommen und ja. Dann kann ich es doch eigentlich auch weiter schenken, anderen Leute damit glücklich machen. Ach, okay. Jas hat eigentlich gar keine. Naja. Egal. Sie hat sich trotzdem gefreut. Habe ich gar nicht nachgeguckt so richtig, wenn ich mal ehrlich bin. Und aber irgendwer hat Schokoladentorte geliebt.
Okay, nee. Ja, Grobus weiß ich nicht, da muss ich mal meinen Zettel rausholen. Da habe ich, glaube ich, Grobus draufstehen. Haben wir den hier noch zum Hochbringen, aber Pierre halt auch, ja, das ist. Bei Pierre ist es ganz schwer. Jetzt, ganz lustig hier natürlich. Ich habe die Schokoladentorte irgendwie in Erinnerung gehabt bei Yas, aber ja, pinke Torte war es, okay. Ist ein ganz kleiner Unterschied und da donnert es wieder runter hier der Gewittersturm. 1, 2, 3 sind wieder geladen. Die, ich will schon sagen, Tesla-Spule, weil das sieht einfach so aus. Oder Antenne kann man auch sagen. Ja, nee, ernsthaft, wenn jetzt die zwei Ringe ein bisschen größer wären, dann wäre es eine Tesla-Spule. Man könnte auch sagen, sieht aus wie Isolatoren oder so. Das ist die Blitzableiter. Eigentlich müssten die aufs Dach drauf. Wäre ich auch irgendwie ganz lustig, wenn man die aufs Dach montieren könnte. So, jetzt bin ich mal überlegen, die Recyclingmaschine habe ich hier noch übrig. Wenn ich die jetzt hier verbinde, wäre blöd. Ich könnte die aber hinten rum hier noch hinstellen, also vor die Klappe nicht, aber wenn ich hier hinten rum gehe, verkaufen wir die Maschine auf jeden Fall nicht. So, dazu muss ich mal absteigen. Dann nehme ich das Ding hier an beide Hände und hebe es über den Kopf und haus dahin. So, wenn wir mal mehr zu recyceln haben, dann können wir das machen, ne? Minga. Süß, die kleine Katze einfach, ne? So, was haben wir noch zu tun? Oh ja, jetzt weiß ich noch, was wir machen wollten. Dings wollen wir noch besuchen, Robin, also ihre Schwester, oder ich weiß es gar nicht. Und wir reiten mal durchs Feld. So. Wäre eigentlich nicht angebracht, aber ja. Ja, Robin hat doch schon zu jetzt, oder? Naja, gut, Maru ist ja trotzdem noch daheim. Wir wollen ja nicht zu Robin, wir wollen ja eigentlich zu Maru. Mann, 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 Mann. Ich warte wirklich drauf, dass hier neben mir nochmal ein Blitz einschlägt. Oder kann man erschlagen werden vom Blitz? Warte mal, aber Maru habe ich doch schon. Ja, ach, ich bin so ein Held. Der ist ja schon doppelt beschenkt, Mensch. Geht ja gar nicht mehr. Okay. Nee, hat sich erledigt, also ich gehe wieder. Robin war in der Küche gestanden. So. Gutski. 10.517 Goldmünzen haben wir gerade. Keine Nachricht. Ah, Alex ist da. Ja, ich weiß nicht, ob Alex Schokoladentorte mag. Ach komm, egal, wir probieren es einfach mal. Das ist cool, danke. Okay. Es ist voll cool. Ich werde heute Abend 200 Sit-Ups schaffen. Ja, dann streng dich an. Ich nehme mir das ziemlich ernst, okay. Brauchst du sonst irgendwas? Ja, nö. Ein bisschen Kraftunterricht? Nee, ich bin schon stark genug, sagen alle. So. Dann habe ich eigentlich jetzt nichts zu tun. Kann hier mal ein bisschen. So, jetzt will ich es mal testen. Warte mal. Jetzt will ich es mal testen. Kann ich hier. Ne, kann ich nicht fällen. Okay. Schade. Ja, ist ja ein herzförmiger Baum hier irgendwie. Aber der Baum müsste doch hier fällbar sein, oder? Oder geht es nicht wie im Zaun? Der geht bestimmt auch nicht fällen. Wir mal probieren, einfach mal so. Nö. Außerdem noch in der falschen Richtung. Mann! Muss das jetzt hier so donnern? Außerdem, so laut Wetterbericht war doch gar nicht Sturm angesagt, es war Regen angesagt, also ganz eindeutig. So. Galoppel, galoppel, galoppel. Ja, mal gucken wir hier mal rein. Ah, wer sitzt denn hier? Na, was los? Traurig? Hm? Ups. Was? Marsi und Untergrundburg. Ach so. Aha. Als ich jung war, hat mein Vater uns verlassen, weil er sich gefangen gefühlt hatte. Und wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Es ist auch immer tragisch. Entschuldige, wenn ich die Stimmung verdorben habe. Die Jahreszeit erinnert mich nur aus irgendeinem Grund daran. Vielleicht war es gerade halt da in der Zeit. Jedenfalls, wie läuft es so in deinem bäuerlichen Leben?
Ja, ganz gut, ne? Habe ich eigentlich da schon Ratgeber für Lehrer, zweite Klasse. Feen, Junimo sind andere Fabeln. Ich habe mich daran noch nie wirklich umgeguckt hier bei ihr, oder? Ja, gut. Da noch die Chroniken von Solarion. Ach, das Spiel, was wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, und Pam ist nicht zu Hause, gut. Also proletet hier auch keiner rum. Ja, ich suche gerade, eigentlich müssten wir heute nochmal angeln, weil, ja. Ich suche gerade ein günstiges Plätzle zum Angeln. Das ist mein Ansinnen. Ja, aber nirgendwo ist gerade so Blubberding, ja. Und die Mine können wir jetzt nicht. Das ist ja auch das, wir können nicht viel machen. Ich könnte mal wieder Präriekönig spielen, aber wieso? Das tut ja nicht die Zeit weiterlaufen lassen. Dann gucke ich mal hier rum. Ist da irgendwo was? Nö. Ja, wir können auch hier angeln. Da ist jeder Platz gut genug. So, oder wir können auch in die Höhle gehen, können da angeln, aber das bringt nichts in der Mine. Da gibt es eh immer nur die kleinen Fische. So, angel die, angel die, angel die, angel die. So, das wird wieder ein Karpfen, so wie es ausschaut. Perfekt. Brasse. Und wenn ich mal das so bewerten darf, die Spezialköder war jetzt auch nicht besser wie die Standardköder, finde ich jetzt mal einfach mal so bewertet. Treffer. Wa, 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 wa. Kriegt man die Kiste noch? Fisch? Nein, ja, doch. Glück gehabt. Dafür wird es halt kein Perfekt mehr, aber ja. Für die Kiste riskiere ich meinen Perfekt. Ah, ein Katzenfisch. Den haben wir auch ewig lang nicht bekommen. Jetzt haben wir einen. Oh, zwei Amethysten. Ein bisschen Kupfererz. Ja, da haben wir doch schon wieder Amethysten zum Verschenken. Guru. Wobei ich mir wirklich überlege, ob ich nicht das Verschenkding hier mal anders mache. Katzenfisch. Ja, jetzt kriegt man die natürlich auch zuhauf. Das ist eigentlich irgendwie deprimierend, ne? Die ganze Zeit, wenn man es braucht, kriegt man das Zeug nicht. Aber es ist meistens so. Murphy's Law. Wie so schön heißt. So. Aber ist auch gut. Bisschen Fisch für den Dünger für das nächste Jahr. Habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Brasse. Ja, es ist ja schon Zeit für Brassen. Jawohl. Ach, und morgen ist das komische Fest da abends. Aber da können wir den Tag noch mitnehmen. Das ist kein Problem. Treffer. Die Truhe können wir mitnehmen mit Fisch. Oh, das hat fast nicht mehr. Ja, jetzt hat sie. Eh. Jetzt ist es eh nicht mehr perfekt. Ein schwarzer Barsch. Und zwei Topase. Ja, Topase findet man sehr viel, auch in der Mine. Treffer. Versenkt. Und noch eine Truhe. Auf die Truhen habe ich es eigentlich immer speziell abgesehen. Ich habe ja auch gedacht, vielleicht finden wir da die Nautilusmuschel viel früher. Ein Blaubarsch. Ja, Blaubarschbube. So. Bisschen Köder in der Kiste, das finde ich immer sehr reizlos, also echt. Wer tut bitte Köder in eine Schatztruhe vergraben? Ne? Das ist Schwachsinn. Und dass hier der ominöse Stiefel nicht zu fischen ist, das finde ich auch irgendwie lustig. Also naja, was heißt lustig, aber. Ja, ist eigentlich komisch, dass es hier keine Stiefel gibt. So, Brasse. Wieder Köder und Geoden, okay. Ja, jetzt wo wir hier nicht in die Mine rein können und der Schmied gerade beschäftigt ist, kriegt man Geoden. Auch ganz gut. Treffer. Und das Pferdchen grast hier am Dreck rum. Also hier ist doch kein Gras. So, noch ein schwarzer Barsch. Guru und eine Grünalge. Ja, da die drei weißen Tauben, ne? Und ein Gewehr. Ja, da muss ich jetzt gerade dran denken, wenn ich hier Guru immer höre. Ein Glasaugenbarsch. Hat er wirklich Glasaugen? Bah, da war das wieder der Blitz.
Wer fotografiert mich da die ganze Zeit, ne? Oh, eine Trühe. Moment, ich trühe dich gleich mal hier ein. So. Na. Na. Ein Klarsaugenbarsch. Und was ist drin? Wieder Köder. Mensch. Das ist irgendwie lustlos hier. Also, gebt mir Goldbarren oder einen Diamant oder was weiß ich. Geld. Da wäre ich zufrieden damit. Aber kein Köder, die kann ich mir bauen. Oder kaufen natürlich, ne? Ja. Schwarzbarsch. Lup. Lal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 a. Und? Ja, ein Treffer. Wer angelt denn schon bei Gewitter? Ja, das ist auch eigentlich doch höchst ungewöhnlich, oder? Bei Regen, ja, aber jetzt bei Gewitter würde ich das jetzt nicht unbedingt machen wollen, weil man weiß ja nie, wo der Blitz denn einschlägt. Bling. Ein schwarzer Barsch. Jetzt kriegen wir lauter Schwarzbarsche. Treffer, versenkt. So. 21:10 ist es, okay. Noch ein schwarzer Barsch. Sag mal, jetzt fischen wir hier den See leer. Den See, der Quatsch, den Fluss. Treffer. Ja, und das ist auch Regen haben wir jetzt. Und wenn wir es brauchen, haben wir den Regen nicht, ne? Glasaugenbarsch. Und dann ist es ja hier so, es regnet immer den ganzen Tag. Von früh bis Nacht. Also es ist nicht so, ja, ja, gut, ab 2 hier zart mal aufzuregen oder so. Nein. Es regnet durchgängig den ganzen Tag. Blaubarsch. Es ist böses im Busch. So, wo ist der SpongeBob? Den müssen wir auch noch angeln. Eine grüne Alge. Blup. Und? Treffer. Ja, mir fehlen so ein bisschen jetzt die Bordaufgaben da. Da könnten wir auch ruhig ein paar mehr haben. Brasse. Die können wir auch verbrassen. Ja, da war der. Oh, da oben sehe ich was. So, da ist was aufgepoppt hier. Da hat sich was angesammelt. Eisenerz und Kohle haben wir hier rausgewaschen. Sehr schön. Das finde ich nice. So, blub. Wow, das war ein bisschen schnell. Aber ich habe es noch gepackt. Blink. Perfekt. Ein schwarzer Barsch. Ein Treffer. So. Perfekt. Blaubarsch, neuer Rekord, 104 cm. Okay, auch gut. 22 Uhr, 10 Uhr sozusagen. Guru. Wieder ein Treffer. Und eine Trühe. Jetzt haut der Fisch auf einmal ab. Das gast er dann an. Ein Blaubarsch. Und was haben wir noch? Ein Anker. Den haben wir aber schon. Vielleicht hat er mal Piraten gehört. Okay. Gefrorene Gejote. Jawohl. Nehmen wir natürlich auch gern mit. Ja, die dürfte hier im See gar nicht mehr gefroren sein, oder? Tau doch auf. Guru. Treffer. So, okay, das ist auch wieder ein Fisch, der steigt an, aber ja, mehr macht er nicht. Ein Katzenfischle. Macht er auch Miau unter Wasser? So, und? Treffer. Ja, das wird doch wieder so ein Karpfen oder was sein, so lahm wie der hier unten rumgammelt. Nö, ein Schwarzbarsch. Und?
Doch nicht? Nee, Guru, Treffer. Boah, jetzt mit der Zeitumstellung ist es auch wieder ganz blöd. Jetzt ist es nämlich noch hell, während ich aufnehme. Das bin ich so gar nicht gewohnt. Normal ist es um die Zeit schon nämlich finster jetzt gewesen. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, wann ich aufnehme und wie viel Uhr. Nee, ich nehme natürlich nicht nur bei Einkehr in der Dunkelheit auf, sondern auch wenn es noch hell ist. Je nachdem, wie ich halt gerade Zeit habe. Und ich produziere halt auch gern viel vor, weil ja, bei mir ist es halt so, beruflich bin ich sehr oft viel eingespannt und da weiß ich dann immer nicht, wann ich dazukomme zum Aufnehmen. Deswegen wird auch viel vorproduziert. Aber wenn ich halt wirklich Bock habe, dann mache ich das auch hier. Wenn ich von irgendeinem Spiel gerade ziemlich viel Bock habe, dann wird hier auch aufgenommen bis zum Abwinken. Guck ich mal hier noch an der Stelle, vielleicht wird es da anders da. Aber ich glaube nicht, da wird man jetzt noch ein Barsch oder was rausziehen. Oh, mit Kiste. Da musste ich doch leider den Fisch gerade mal fallen lassen, kurz. Eine Brasse und was ist drin? Köder. Nee. Geoden und Holz. So, jetzt ist hier alles schon mal ziemlich voll. Jetzt hängen wir mal die... Ach, das geht hier in der Einstellung nicht. Die Köder hier hin, wollte ich sagen. So. Und? Lalalala. Treffer. Ach ja, noch eine Truhe. Ja, da unten müssen wir voll abbremsen, damit der Korken da nicht wieder hochknallt. Und was ist drin? Kupfer, yes, nice. Wobei Gold natürlich schöner wäre oder so. Oder vielleicht auch Iridium. Treffer. Jetzt haut er wieder ab, hier der Fisch. Ein Glasaugenbarsch. Wie viele Köder habe ich eigentlich noch? 31, doch noch so viel. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt mal langsam welche weg haben hier. Ja, das war am Anfang mal noch so ein bisschen anders. Da haben wir die Köder verbraucht ohne Ende. Ach, da geht jemand heim. Oder? Hä? Wo geht er hin? Shane? Ach doch, ja, er wohnt da. Stimmt ja. Das verwechsel ich noch immer ein bisschen. Guck mal hier noch so ein bisschen rum. Es wäre lustig, wenn man vom Pferd aus angeln könnte. Aber das geht leider nicht. Gucken wir noch im See, was es hier noch so gibt. Eine Alge. Das fing ja gut an. So. Jawohl. Perfekt. Das ist wieder ein Karpfen. Nee, ein Schwarzbarsch. Langsam bin ich erschöpft, okay? Das Pferd. Ah, jetzt erbräunt es die Idee. Oh, einmal können wir auf jeden Fall noch. Guru, Grünalge. Ah, nochmal. Ah, jetzt haben wir es verbockt hier. So, gut. Es ist auch schon 0 Uhr, es wird spät. Passt perfekt. Ja, was will man denn mit dem verregneten Tag machen, wenn man keine Spitzhacke mehr hat im Moment? Dann kann man ja nur hier angeln gehen, ne? So. Also das lasse ich jetzt erstmal stehen hier, habe ich gesagt. So dunkel sieht es doch gar nicht aus. Haben wir Mond momentan. So, jetzt gucke ich mal. Holz. Das kommt woanders rein. Das ist Topaz. Das kommt jetzt hier und da Kohle und dann noch hier. Ja, da hat sich jetzt die Kupfer gerade gegriffen, die zwei. Dann hätte ich hier noch was. Oh ja, Mayonnaise, Honig ist wieder durch. Topaz.
Eine kaputte CD. Ja, ich habe schon lange keine Zeit mehr eingesammelt. Ist natürlich weichte. Blaubarsch, ne? Da können wir doch verkaufen. Und hier die ganze Auswahl an Mayonnaise. Den Honig, na gut, den können wir mal lassen. Gut, Wein. Oh ja, jetzt habe ich ein Weizenbier, also im Prinzip Weizen, Weizenbier, oder? Ja, ist aber nicht so im Spiel. So, da eine Meuchel, das ist ja schön. Ach, Inventar voll. So, blöd. Na gut, okay. Die zwei Pilze hole ich gleich. Nach der nächsten Maus. Kleiner Schatz. So, da müssen wir halt nochmal hier Holz abladen erstmal. Holz, 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 Holz. Hä? Holz? Ja. Gerade gewundert, ich habe doch Holz gehabt. So, und dann tun wir hier kurz die Pilze zwischendeponieren. Also, was heißt kurz? Die bleiben hier auch drin. Die Giode, die kommt dann hier rüber. Müssen wir nochmal sortieren. Jetzt kann ich mir die zwei Pilze noch abholen. So, immer das mittelnächtliche Pilze sammeln, das können wir morgen ja nicht, weil ja da ist ja das Fest, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir Glück und können doch noch die Pilze holen. Wäre nett. Dann haben wir die Pilze hier noch rein, die Pfifferling. Die Meuchel. Und den Rest müssen wir verkaufen. Also die Batterie kommt doch hier rein. Vier Batterien, jetzt haben wir noch fünf wieder hier. Halt, stopp. Und das kommt hier hin. Der Anker kann auch verkauft werden, weil den haben wir schon. Anker. Das nicht, das ist zu billig. Der kommt rein, der kommt rein, der kommt rein. Blaubarsch, ja komm. Der ist was wert. Die Brassen sind nichts wert. Der Fisch ist was wert, aber der weiß ich noch nicht. Der hier noch. Mayo noch, Mayo noch, Mayo noch. So, aus dem Restlichen machen wir wieder Dünger. Bisschen Harz. Ja, 19 Stück, das kann sich mal sehen lassen. So langsam dürfte es für unsere Felder reichen, was wir hier haben. 70 Dünger, es könnte reichen. Aber nur gerade so, ne? So, okay. Ja, dann können wir uns ins Bett hauen. Warte mal, die Algen, die packe ich noch in den Kühlschrank, damit sie frisch bleiben. Da können wir noch so eine bleiche Suppe machen da. Ah, ne, Algensuppe, genau. Zwei Stück sogar. Alles klar. Jetzt haben wir bald genug von dem Algenzeug. Ja, es wird spät. 1 Uhr, ja, okay. Ich gehe schon schlafen. Ins Bett gehen, jo. Da kommt die Abrechnung. So, mit dem Fischen haben wir natürlich wieder viel gemacht. Mit der Hofarbeit auch. Anderes Anker, 100, okay. 3600 Gold. Quatsch, nicht 600. 3366 Gold. So schnell verliest man sich mal. Gut Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Bauer Legolas. Tschüss.